Willkommen zurück zu Ayudin Chronicle Folge 42. Wir haben erfolgreich unser Ziel verteidigt und wir gehen jetzt in die Nachbesprechung, nachdem wir den Krieg gewonnen haben gegen Ukris, also gegen das Kaiserreich, ne? The Imperial Army has quit our territory, Your Majesty. Our scouts expect them to continue withdrawing to the north. Then we won? Yes, Your Majesty. We won. That's wonderful. Yes, thank you all so much. I owe a great debt to you and the Allied Army. Thank you for fighting at our side. It was a mutual effort, Your Majesty. You needn't shy away from credit, Noah. Our successes thus far are in no small measure thanks to you. Yeah, so let's see a little swagger already. Swagger? I gotta agree. We finally gave those imps the shellacking they deserve, and there's no harm in savoring it! My concern is that I fail to understand what prompted Goldwyn's troops to withdraw. Was that some scheme of yours, Malridge? I fear I am as in the dark as the rest of you. However, I suspect... Perhaps I can shed some light on that. It's our boy. Zane. This Imperial officer and his people just surrendered to us, Commander. I had a feeling it would be you. A pleasure to see you again, Noah. Been a while, Lieutenant. So, thanks for switching sides and all, but... why? I harbor suspicions which have driven me to leave the Empire. Suspicions related to General Goldwyn's abrupt retreat? Yes. If you don't know, His Excellency the Emperor has been assassinated. What? The Emperor of Galdea? But why? How? How ist die richtige Frage. Warum gibt's eine Menge Gründe? Hat sich ja nicht ein oder zwei, sondern eine Menge Feinde gemacht. Aber wirklich die Frage ist, wie? Weil wenn er in seinem königlichen, kaiserlichen Palast sitzt, dann wird er ja wahrscheinlich auch ein paar Wachen da gehabt haben. Und da es ein JRPG ist, ist der Kaiser meistens immer der Stärkste auch noch. Deswegen how? Dukes Eldric is how. Ah ja, da haben wir's. While we lack solid evidence of such, the information we've gathered certainly raises the possibility. So that's why they all turned tail and ran. This Duke's guy must be a first-class moron. Way to make your move at the worst possible time, you dope. I will return to the castle on the morrow. Our troops must be reorganized before we can carry on to Norrister. And you, Malridge? Actually, I have received the King's blessing to make myself useful within the Alliance. If you are amiable, I feel I can respond more nimbly stationed at your headquarters. So you expect our battle with the Empire to continue? Oh, I believe it has only just begun. Duke Saldric's ambitions clearly extend beyond the Galdean throne. The invasion of Ukris was simply a tidy way to displace the general for a time. It certainly is beginning to look that way. Goldwyn was ever the late Emperor's staunchest loyalist. Once Aldric sent him far from home, he used that time to sow the seeds of a coup. He's a ruthless and cunning man, and no mistake. But I dare say you may be his equal. It pleases me to have you on our side. Oh, I don't think I am the cunning one here. After all, you didn't hand your army over to that Noah boy for no reason. This has been your plan from the start. Yes. Well... Still, if the Resistance Army was led by the Countess of Groom, it would invite no end of suspicion. Tongues would wag about my agenda, my ambition.
But a commoner turned hero rising up against the Empire's tyranny? Now that's the sort of story that resonates with people. After all, who doesn't love an underdog? So, what is it that you hope to gain from all this, m'lady? Clearly not prestige. Clearly not. No, my wish is far more modest. Weil es ist Frieden? Wahrscheinlich ist es Frieden. Oh mein Gott, wo sind wir? Wir sind, glaube ich, im Hauptquartier. Morning, kiddo. How you doing today? Good? Good. We should visit the Great Hall. There's gonna be a meeting. Mhm. Okay. Geh mal raus, was in der Materialtasche ist. Udi, beruhig dich bitte mal ein bisschen. Wir haben Barqua verdient, wir haben nochmal Barqua verdient. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich zweimal Barqua bekommen haben oder nicht. Aber das passt schon. Ach, das ist der Arzt. Ja, dann gehen wir direkt in die große Halle. Brauchen wir gar nicht lange rumzumachen. Now that Commander Noah has joined us, we can begin. Okay, first, begin what? And second, aren't you supposed to be in Eucris? King Yuma, in his wisdom, has granted me permission to serve the Alliance. Nice. Kurator und Taktiker. Mhm. And seeing as I'm still under contract with the tactician, I guess I'm coming aboard as well. Oh, okay. Wüstensöldner. Cool, cool, cool. Not gonna complain about that. You fought like a demon in Eucris. Then it's settled. Melridge will be chief strategist and advisor to the Alliance's new permanent commander, Noah. Wait, what? Ha. Dann entwickeln wir uns langsam wohl mal zu einem richtigen Anführer, wa? I expect no less than everyone's best. That's the only way we'll achieve the Alliance's full potential. What's going on? He sent to this? Blink twice if you're still in there, Noah. I'm pleased to see you filling those shoes so readily. I have far too many things on my plate as it is, so I appreciate you making it one less. Oh, and Ymir, you will serve as advisor to the new commander. If you insist, my lady. This is already way more fun than Imperial meetings. Shh, keep your voice down. I'd like to take this moment to formally offer my help, Noah. Yes, yes, yes. Und das Lied. Oh mein Gott, wir haben unseren Boy wieder. Ich heule. Galdea no longer pursues a righteous path. But by standing with you, I believe she can yet be saved. Sounds like you found a new calling. I have. I will set aside my duty to House Kessling and follow the dictates of my own heart. Chills, Zane. Chills. Also, that look in your face tells me you're doing the right thing. Wir haben so, wir kriegen so viele Charaktere Hilfe. Was hat er denn? Der hat einen Unterlaufgranatwerfer oder so. Unterarm. Was ist? Oh mein Gott! Oh, I don't feel like my expression is any different. Cause it's not. Oh mein Gott, so viele Charaktere. Oh, ich hab so Bock. I do hate to spoil the mood, but I was hoping we might discuss next steps, if I may. Was mit Hildi? Die schließt sich wohl nicht an, oder? He's asking you, kiddo. Huh? Oh, I guess I do this kind of thing now, huh? Sure, Melridge. Go ahead.
As of now, the Empire has pulled its forces out of Eucris, but yet remains a heavy presence in Groom. We must be prepared for when Dux Aldrich inevitably resumes his efforts to subjugate the League of Nations. Which I'm guessing will happen soon. There are two ways to effectively use the time we have left. The first is to gather as many allies as we possibly can. If I might interrupt, I have an idea about that. What about Imperciarch, the Shi'ar capital in the desert east of Eucris? She who now? The Shi'ars. As a mercenary, I've had plenty of chances to fight both with and against them. They're strong warriors who prize valor above all else. Das können wir gebrauchen. A fine idea. As it happens, I've already secured the King's permission to use Eucris' desert checkpoint. Commander Noah, might I ask you to go to Imperciarch and seek their help? You should take Bernard as your guide. Checkpoint's northeast of Haishan. From there, we'll cross the mountains into the gateway town, Tabavna. I'll explain more as we go. Sounds good. Now, as for the other way to make a difference. At this moment, the Dukes is no doubt engaged with fallout from the Emperor's assassination. The sooner that's quelled, the sooner he can turn his attentions to us. Which means we need to keep that chaos churning for as long as possible. I have asked Lieutenant Kesling for his assistance in this matter. We have already reached out to the late Emperor's loyalists in Galdea. Naturally, they aren't keen on Aldrich seizing power. We think it's better for us to go talk to them, since there are people and all. Which means we'll be working separately for a bit. Probably for the best. Many here in the Alliance will need time to trust us, and understandably so. Hey, for what it's worth, I totally trust you guys. Thanks, Leon. The others will come around once they get to know the Lieutenant. Sane's group will work independently to gather intel within the Empire and sabotage the Duke's plans. Do everything in your power to destabilize his grip and delay his ability to resume the invasion. You can count on us. I will serve as a messenger, traveling back and forth between this castle and the Empire. Yes, da ist er. Nice. You, probably want a little help with that? Please. Nun kannst du frei zwischen Noahs und Saints Geschichten wechseln. Was? Sprich mit Hildi, die Kampagnen zu wechseln? What? Wait. Das heißt, das sind jetzt zwei verschiedene Storystränge, die ich spielen kann? Oh mein Gott. Ich liebe dieses Game so sehr, das kannst du dir nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Es ist so nice. So, Bernard. Willkommen mit deinem Halbmond. Du darfst mal nach ganz vorne. Beziehungsweise, du bist ja gerade relevant. Noah ist relevant. Ich will Noah schon eigentlich immer als Kämpfer dabei haben. Aber wir müssen uns jetzt mal eine nice Party zusammenstellen. Wir haben da lange drauf gewartet. Und wir haben viele, viele, viele neue Charaktere. Als erstes nehmen wir... Oh. Eine Rede inspiriert alle. Erhöht Angriffs- und Aktionsgeschwindigkeit aller Verbündeten. Cool und alles. Aber mehr Geld. Wir brauchen so viel Geld. Jinquis. If I may be of assistance. Jinquis. So, wen haben wir? Ryufan. Mittlere Reichweite. Cool. Miran. Wir haben Fallward. Wir haben Gigina. Wir haben Melridge. Wir haben... Gar nicht so viele neue Charaktere zum Mitnehmen. Weil die meisten jetzt halt ihre eigene Party machen, weil die alle bei Sane sind. Das trifft sich aber ganz gut. Das heißt, Ryufan. Okay, hinten kommt auf jeden Fall erstmal Giran mit. Use my magic thriftfully. So, wen haben wir noch? Roter Farbpinsel. Ja, ich meine, komm, den Arzt. Noah kommt mit. Noah kommt in die Mitte.
Da ist Melridge. Und dann nehmen wir noch Gigina mit. Ich glaube, dann haben wir alle neuen Charaktere. Ach nee, Ryufan fehlt dann noch. Naja. Aber ich glaube, wir wollen alle wissen, wie sie kämpft. Oder er, je nachdem. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber das sieht doch nach einer stabilen Party aus. Wir haben mal ausnahmsweise ein paar Mages dabei. Aber wir haben auch eine stabile Front Row. Wir haben keinen stumpfen Schaden bis auf Noah, aber damit müssen wir leben. Das wird schon, das wird schon. I'm pleased to have that settled. Commander Noah, Lieutenant Kessling. Good luck to you both. Wie cool das einfach ist, dass man jetzt Stories wechseln kann. Thank you. We'll knock your socks off. I'll try not to let you down. We might even let you up. I don't know what that means. Two simultaneous operations. One to gather allies, and one to disrupt the enemy. Pressure's on, Zane. Who's gonna finish first? Technically, neither task is one that can be completely finished. There he goes. Fretting the details again. Ich meine, er hat nicht Unrecht. Yep, some things never change. Oh mein Gott. Ich bin so happy über dieses Spiel, dass es einfach existiert. Es ist so nice. Oh Gott. Okay. Leute, es geht los. Wir dürfen jetzt anfangen, Charaktere zu rekrutieren. Das klingt ehrlich gesagt alles schon extrem nach Late Game. Wir sind halt auch allerdings schon 25 Stunden oder so im Spiel. Wundert mich also nicht. Can I help you, perhaps? Yes, wir müssen mal ein bisschen was ausbauen. Wir haben immer noch nicht die Tante gefunden. Das heißt, das wird jetzt Quest Nummer 1, diese Frau zu finden. Dann holen wir uns den Fischer. Weil der Fischer bringt uns ja sowieso nichts zu holen, bevor wir nicht die Tante gefunden haben. Ihn müssen wir noch überzeugen, sich uns anzuschließen. Ihn müssen wir noch mitnehmen. Wer ist er? Ach so. Das ist... Zu dem können wir gehen. Der wollte die Runde der Strömung oder so. Das kriegen wir hin. Aber tatsächlich machen wir jetzt als allererstes mal das hier. Material wird verbraucht, um den Entwicklungsplan durchzuführen. Fortsetzen? Yes. Wir bauen das Hauptquartier aus. Oh. So viel. Also ist geil, aber holy, das Spiel wird niemals aufhören. I flunking love it. So schön. Okay. Bibliothek. Baut Bibliothek auf Ebene 2 der Burg. Lese hier Enzyklopädien und alte Bücher. Wir brauchen mystisches Holz. Okay, alles klar. Kriegen wir zwischendurch mal. Das ist das Restaurant. Und das kann man erweitern. Alles klar, was haben wir hier? Ein Gutachter. Stimmt, wir haben die ganze Zeit schon in den Städten die Möglichkeit, Sachen zu appraisen, zu begutachten. Aber wir haben noch nichts gefunden, was man gutachten kann. Kartenladen. Splitter verkaufen. Erlaubt ihr den Kauf von Runensplittern? Okay. Mystisches Holz, Eisenerz. Okay. Erlaubt das Sammeln von Kräutern. Erlaubt das Ernten von Weizen. Das kostet nur Geld. Das ist gut. Ja, wird auf jeden Fall ausgebaut. Zack, zack. So, Eisenerz. Mystisches Holz haben wir nicht. Das müssen wir echt mal finden. Heiße Quellen. Okay. Baut einen Trainingsplatz im Burghof, ermöglicht Verbündetenausbildung. Ach, dass die dann leveln? Oh, das wäre ja ein Traum. Öffne deine Schmiede. Wir haben eine Menge zu tun jetzt. Oh mein Gott, ich bin so hyped. Okay.
Wie gesagt, Prio Nummer 1 ist definitiv. Öffnet eine Missionsskill. Okay. Also Prio Nummer 1 ist die Tante. Prio Nummer 1 ist die Tante finden. Jägerhütte upgraden. Hm? Mein. Wieso? Es kostet nur Bauholz und Geld. Wieso würde ich das nicht machen? Wirkung plus 10, aber es ist zumindest ausgebaut. Es blinkt nicht mehr. Es stört mich nicht mehr. So, den Rest kann ich nicht bauen. Weil mir immer irgendwas fehlt. Seien es jetzt Verbündete oder Ressourcen. Das kann ich noch bauen. Schatzkammer. Okay. Absolut geil. Another time. Gut, wir haben eine crazy Party. Was ist? To reach the desert, we need to pass through a checkpoint northeast of Haishan. Then let's set off. Perhaps we can ask Carrie to teleport us as far as Haishan. Ja. Aber was ist das hier? Ah, so, natürlich. Jetzt können wir teleportieren, Alter. Ich würde gerne. In unseren Keller gehen, tatsächlich. Wenn ich gerade mich nicht erinnern kann, wo der ist. Weil da ist ja immer noch Hurstwine drin gefangen. Ah, hier ist der Keller. Ich höre jetzt schon, wie sich eine von euch aufregen. Warum nimmst denn du jetzt schon wieder neue Charaktere mit? Kein Geld! Hä? Haupttor. Wir brauchen eine Schmiede, wir müssen die Sachen upgraden, wir brauchen Ausrüstung, wir brauchen 200 Milliarden Euro, Gold, wie auch immer. Die müssen leveln, die Leute. Es ist einiges zu tun. Ich habe gar nicht gespeichert, aber doesn't matter. Eat Vergnügen. Wir teleportieren uns jetzt mal als erstes nach. Wie hieß denn unser Dorf? Kishiri? Ich glaube Kishiri. I have literally never failed at this. Not once. Here we go! Here we go! Das müsste unser. This is the right place. Das ist also ein Heimatdorf. Ja. Ich meine, die muss doch hier sein. Wo soll sie denn sonst sein? Wieso sollte sie nicht hier sein? Guck jetzt hier nochmal. Punkt. Dass es da hinten noch nicht lang geht, ist so weird. Ich hoffe, die ist nicht weggebackt. Aber wo soll sie denn sonst sein, wenn nicht in ihrem eigenen Heimatdorf? Bam, bam. Aber wir waren schon so häufig hier. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt erst rekrutierbar ist. Wieso würde man die sonst in Hauptquartier Stufe 1 in den Building Tree reinbauen, wenn man sie nicht vorher rekrutieren kann? Und mir sagt auch keiner, wo sie ist, ne? Also nicht nur von euch. Also von euch finde ich es gut, dass es mir keiner sagt, aber es gibt im Ingame keinen Tipp. Tantchen! Kanada! Kanada! In meinem Zimmer auch nicht. Vielleicht bin ich schon viermal an ihr vorbeigelaufen. Das wäre wieder ein klassischer Jergo. Aber sie ist auf jeden Fall nicht hier. Okay. Naja, gut. Ich gehe jetzt erstmal, bevor ich die jetzt übelst lang suche, weil dafür muss ich einen langen Cut machen und dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit.
Wir gehen jetzt erstmal zurück nach. Oh Gott, wie hieß das? Daflan? Dalfan? Dalfan. Close enough. I have literally never failed at this. Not once. Weil da können wir ja mindestens mal eine Rune abgeben. Huh. And there we are. Let's go. Okay. Sagst du eigentlich was Neues? Hey, wir brauchen übrigens Verbündete. Yes? Do you want something? Ja, ich will, dass du dich mit mir ordentlich unterhältst. Wahrscheinlich muss ich den richtigen Charakter mitnehmen, um sie zu rekrutieren. So, hier, ich habe deine Rune gefunden. Look, I really don't have time to chat unless you happen to be carrying a rune of currents. Not that you would be, because that's just... Huh? Okay, hey, look at that. You've got one. I could really use that for my research. Don't suppose you'd let me take a closer look. Oh yeah, see? Check it out. This rune is killer. You know the way light dances on the water? It's vibrancy, it's power. And you can imbue all of that right into your lens. Speaking of which one of my little goddesses can I talk your ear off about today? I won't quit until I've discovered every last thing about every last rune lens. Anyway, thanks for the save. I made the observations I was hoping to. Did you need something? What's your name? It's Noah. I'm looking for people willing to join the Alliance. Wait, you're Commander Noah? No wonder you came through for me. They say you found a primal lens. Although it really chaps my hide that the Dukes and the Empire are using it for nefarious purposes, if those rumors are true. You know what? I've decided. I'm going with you. Welcome to the ranks. Call me Kodal. I eat, breathe, and sleep lens research. So I'm sure I can find a way to make myself useful. Yay! Jetzt können wir einen Runenladen aufmachen. Okay. Mehr war hier nicht, was wir jetzt machen können. Weil da drüben ist das Gasthaus. Jemand, der bei Goma spielen will und mir übel auf den Sack haut. Also das kleine Mädchen da nämlich. Und da unten war die Shinobi, Kunoichi. Die mir auch nur sagt, du musst meine Senpai finden. Die wir noch nicht gefunden haben. Need something? What's that fella? You want me to join you? Sorry, but my talents are already spoken for. Can't go traipsing off with you until I reconnect with... her. Lady I'm looking for is from the East Reach, like me. Joined some kind of militia, and started traveling the world, from what I hear. We're what you might call sparring partners. Anyway. Du meinst doch nicht Mio, oder? Die meint doch nicht Mio. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre zu leicht. Wir müssen bestimmt erst einen anderen Charakter finden und dann kommt sie mit. So. Wer ist er? Oh, what I give to be taken under his wing again. He was such an inspiration. You there. If you hear anything about a man named Gokto establishing a guild, would you let me know? I am determined to work for him. Okay, den kennen wir nicht. What I give to be taken under his wing again. He was such an inspiration. Ja, das schreibe ich auf. Wie heißt der? Inoue. Inoue. Ach. You there. If you hear anything about a man named Gokto establishing a guild, would you let me know? I am determined to work for him. Okay. Aber sehr gerne, mein Dude, sobald ich ihn finde. Ryufan haben wir rekrutiert, den kann ich rausstreichen. Code L können wir rausstreichen, den haben wir rekrutiert. Okay. Aua. Erstmal gestoßen, sehr gut. Was ist denn, wenn wir mal wieder in Eltes Weiß vorbeischauen? Vielleicht gibt's da ja...
professional. Irgendwer Spannendes? Ich meine, wir könnten nochmal wieder ein bisschen bei Goma spielen. Ich glaube, ist da mal ein Schmied. Auf jeden Fall ein Schmied. Aber ich habe den bei Goma Opa auch rekrutieren können. Vielleicht ist ja auch jemand in der Taverne hinten. Weiß man ja alles nicht. Ich glaube nicht, dass der Rüstungsladen irgendwas Spannendes hat. Aber wir können auf jeden Fall mal hier nochmal kurz ein bisschen was ablaufen und mal zum Schmied rennen. Ja, die Katze fängt den Schwanz. Hier sind auf jeden Fall keine interessanten Charaktere dabei. Aber wie gesagt, wir müssen unsere Waffen upgraden. Ich bin Askar. Hey, warte mal. Oha. Excuse me. Get the hell out of my workshop. So sorry. Hey, sorry for yelling like that. But you really gotta stay away from the forge. One misstep and bam, you'll be missing some fingers. And what the hell do you want anyway? A custom weapon job or something? I'd like you to join the Alliance as our Master Smith. Eh? You want me to join your army? I don't hate the sound of that, but I ain't one for half-assing things. If you're serious about bringing me on, you's better make sure I get what I need to do the job right. Iron ore. Bring me 10 hunks of it, and I'll be your blacksmith, or your buddy, or whatever else you want to call me. Schreibe ich mir direkt auf. Meet. Will. 10. Eisenerz. Alles klar. Easy, easy, easy. So lange benutzen wir den mal für unsere... Kann er nicht, für unsere eigenen Machenschaften. Aber die Waffen müssen hoch, die sind Level 2 gerade gewesen, hast du gesehen? Das ist ja nix. So, ich weiß nicht, ob der Schmied in Dingens besser ist. Guck mal, seine Waffe ist aber Level 6. Nur's Waffe ist auch Level 5 und die habe ich nicht hier geupgradet, das heißt, der andere Schmied muss besser gewesen sein. Aber wir können auch einfach 10 Eisenerz besorgen und dann schließt sich der andere Schmied an, das wäre natürlich auch geil, ne? Haben wir wahrscheinlich den besten Schmied im Game. Wir können unsere Waffen richtig hoch boosten. Das wäre auch nice. Ist hier noch jemand? Was ist mit dir? Willst du dich anschließen? Vielleicht nicht, okay. Hier vielleicht noch jemand Neues? Oh, tatsächlich. Was lohnt sich, sich umzugucken? Hang on a second, you're there. Oh, what's it called again? Alliance Commanding Noah! You're Noah! Haha! Haha! I know what you're thinking. How she know who I am? Cause you're famous, silly head. Thanks? Now you listen. I like what I hear about your guild, okay? But it doesn't sound like you make many big scores, so I will not join it because I like big scores. But if you're looking for a great guild deputy, I am the girl you need to win over. If you prove you can score big, then you just whatever on over here and tell me, and then we'll do my favorite thing, which is kick back, get rich real quick. Okay, ich weiß immer noch nicht genau, was er jetzt von mir will. Einen Big Score. So hat sie es gesagt. Keine Ahnung, was er von mir will, aber das finden wir schon noch raus. Jetzt wird hier erstmal gespeichert und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Das war eine absolut geile Folge. Die letzten drei Folgen waren insgesamt super geil. The Plot thickens. Und wir sind jetzt schön fleißig am Rekrutieren. Wenn ich keinen Bock mehr auf Rekrutieren habe, dann switche ich zu Sane rüber. Und dann machen wir da die Story weiter. Bis dann. Ciao.